Mahlzeit, Freunde! Heute geht's um die 5 C's of Survival. Die 5 essentiellen Gegenstände, die man mithaben sollte, wenn man in die Wildnis geht. Die schauen wir sie an und weil der Bärlauch so schön steht, schauen wir sie den auch noch an. Los geht's! Und da haben wir schon den Kollege Bärlauch. Also wichtig ist, wir wollen ihn ja nicht verwechseln mit Maiglöckerl bzw. Herbstzeitlose. Und das geht aber relativ gut zu erkennen und das zeige ich jetzt. So, da hört man jetzt, und zwar das Blatt ist lanzettig. So heißt es, und das erste Erkennungsmerkmal ist schon mal ein Stängel, ein Blatt. Also es wird nicht also ein Stängel um mehrere Blätter, sondern ein Stängel, ein Blatt. Das Blatt ist auf der Oberseite, ist es glatt oder glänzend vielmehr, auf der Untenseite ist es matt. Und wenn man den Stiel da oder bricht, ich hoffe man hört das jetzt in der Kamera, dann knackt es. Habt ihr es gehört? Probieren wir es nochmal. Also ich höre es ganz deutlich. Ob es jetzt hört, weiß ich nicht. Und ansonsten, es riecht natürlich nach Knoblauch. Das ist schon mal ein sehr gutes Indiz, dass wir da einen Bärlauch gefunden haben. Was gibt es noch zum sagen? Bärlauchsamen immer Blatt für Blatt. Einzeln pflücken. Immer einzeln pflücken, nicht wenn da so ein Büschel ist, einfach zugreifen und das Ganze nehmen. Weil selbst nach einer Weile, wenn man sagt, naja, es riecht eh nach Knoblauch, irgendwann sind die Hände so voll von dem Geruch. Und wenn man riecht, dann riecht auch Herbstzeitlose irgendwann nach Knoblauch, weil man nur mehr den Geruch von den eigenen Händen riecht. Somit immer einzeln pflücken und auch zu Hause dann unbedingt, wenn man es dann aufbereitet, die ganze Geschichte, legt sich erst links den Haufen hin, nehmt Blatt für Blatt, ein Blatt nehmen, anschauen, kontrollieren, ist es Bärlauch, auf der anderen Seite ablegen. Nächstes Blatt nehmen, anschauen, kontrollieren, ablegen. Nur so könnt ihr eigentlich wirklich sicher sein, dass sie nicht irgendwas reinschummelt. Das heutige Objekt unserer Begierde, mein kleiner Tasmanian Tiger Essential Pack. Zum Regnen fängt es auch gerade wieder mal an, ganz super. Wir ziehen das jetzt aber durch, darf ich sagen. Ich richte mich bei meinen 5 Seas of Survival auch strikt nach dem Dave Canterbury. Das ist ein amerikanischer Survival-Experte. Und die Sachen sagt er auch, die sollte man mithaben in der Wildnis, wenn man draußen ist. Und ich sehe das eigentlich genauso. Das ist wirklich sehr sinnvoll, die Zusammenstellung. Klein, leicht. Und für mich ist das halt auch, wenn ich wirklich Survival-Training mache, nicht Bushcraft, wenig Ausrüstung, aber die 5 Sachen habe ich dabei. Wenn ich es brauche, passt. Wenn ich es nicht brauche, noch besser. Nummer 1 von den 5 C's, 5 C, ist einmal Cutting Tool. In meinem Fall habe ich da jetzt das SC5 mit. Das ist ein Klassiker unter die Survival-Messer. Groß, sauschwer, robust, unkaputtbar. Super Keidegescheiden dabei. Ich mache euch gerne mal eine eigene Vorstellung über die Messer, die ich gerne nutze, wenn euch das interessiert. Für mich eben Cutting Tool. Das heißt, Messer ist natürlich das Werkzeug, was man draußen am allermeistersten braucht. Und das Messer an sich ist ja ein Werkzeug, das dazu dient, andere Werkzeuge herzustellen. Also, Sie Nummer 1, Cutting Tool. Nummer 2, Combustion. Das heißt, wir brauchen irgendwas, womit wir Feuer machen können. In meinem Fall, ich nehme gerne einen Feuerstahl. Ich habe da jetzt den kleinen, den Leibmefeuer Scout. Reicht für ca. 3000 Zündungen. Also, kommt mir ewig aus damit.
das ist das zweite essentielle Ding, was man halt mithaben sollte. Messer, Feuerstahl. Denn wir wollen uns ja draußen Feuer machen. Feuer, ich wisst eh, kann man sich Nahrung zubereiten, Wasser abkochen, es ist warm, es gibt einfach ein Wohlgefühl. Feuer, ja, was soll ich großartig sagen, extrem wichtig. Nummer 3, Cordage, Schnurmaterial. Habe ich gar nicht so viel mit, reicht mir eigentlich auch, aber Schnur ist halt auch immer wichtig. Werkzeug machen, Waffen machen, Unterstand bauen, Schnur, Schnur, Schnur. Schnur kann man heraus gut improvisieren, können wir sich sicher gerne mal in einem Video anschauen. Aber an sich, ansonsten, Schnur, Sie Number 3. So, nächster Gegenstand, Cover. Wir brauchen irgendwas da heraus, wo wir uns einen Unterstand bauen können. Natürlich, man kann sich einen Unterstand aus Naturmaterialien bauen, ist aber sehr aufwendig, selbst für einen geübten Minimum 4 Stunden, damit der ordentlich dicht ist, damit er gute Bodenisolation hat. Mit so einem Bascher oder so einer kleinen Zeltplane funktioniert das halt ratzfatz, da bin ich in 3 Minuten aufgestellt, wenn es ist, und ich bin auf der sicheren Seite. Und zu guter Letzt, Container. Wir brauchen irgendwas, wo wir unser Essen zubereiten können, wo wir Wasser abkochen können. Ich habe da so eine einwandige Edelstahlflasche, das ist die von Clean Canteen, ist eher bekannt. Passen 800 ml rein, 1000 waren besser, aber okay, bin ich jetzt nicht tagelang da unterwegs. Und somit 800 ml Wasser, immer wichtig, und ich kann da auch, weil ich habe recht einen weiten Hals. Das heißt, ich kann mir da ein Kräuter oder Nahrung oder irgendwas rein tun und auch da drinnen gleich mit abkochen. Sie Nummer 5, Container. Gehen wir es nochmal durch. Zum Training einfach einen kleinen, schnellen, wendigen Rucksack, der ein wenig was aushält. Unseren Container, unser Cutting Tool, Cordage, Combustion, Cover. 5 Seas of Survival, und genau die Sachen habe ich immer mit, wenn ich draußen wirklich ein reines Survival-Training machen will. Wenn ich was brauche, wie gesagt, gut, wenn ich es nicht brauche, besser. Das war's für heute, kurz, knackig. Was haltet ihr davon? Ist die Zusammenstellung gut? Was kann man besser machen? Was kann man weglassen? Was kann man vielleicht anders dazu tun? Also mir taugt es eigentlich so, wie es ist, weil da habe ich eigentlich noch immer die Herausforderung, dass ich den Rest mir wirklich zusammensuchen muss heraus. Und schreibt es mir in die Kommentare, was ihr so mit habt. Pfiat euch! Da noch nicht ganz vorbei. Einen kleinen Tipp habe ich da noch im Vorbeigehen. Das schauen wir uns jetzt schnell an. Und zwar, wenn man im Frühling nach Pflanzen sucht, dann sollte man nicht immer nur am Boden schauen, sondern immer nur die ganz frischen suchen, sondern auch die bereits verwelkten, weil die stehen oft ein bisschen höher, sieht man es besser. Das war einmal eine Brennnessel. Und mit der kann man jetzt nicht mehr besonders viel anfangen. Man könnte die Wurzeln ausgraben, man kann im Winter Brennnesselwurzeln ausgraben und das zu einem Tee abkochen. Aber meistens ist es so, wenn da irgendwo die alte Pflanze ist, dann folgt man einfach einmal den Stiel nach unten. Und siehe da, in der Nähe ist oft schon das Frische wieder. Also euch alte, verdörrte Pflanzen sind ein Hinweis auf frische, neue Pflanzen.